Unsere Kunden sehen sich im Bereich Bauträger den Herausforderungen gegenübergestellt, dass wir eben nicht nur ein Bauprojekt haben, wie es eben üblicherweise ist, wo man Kosten, Termine, Qualitäten im Griff hat, sondern man hat eben auch parallel ein Erwerberprojekt. Das heißt, ich baue nicht nur für einen Bauherrn, sondern ich baue für 100, 200, 300 Bauherren, die alle ihre individuellen Wünsche haben und Herausforderungen haben. Und wir müssen eben schauen, dass eben möglichst wenig Fehler passieren, dass die Vertragsthemen auch abgestimmt sind, dass die Kunden auch zufrieden sind, dass die happy sind mit ihrem Kauf. Bei Dresden Sommer wissen wir eben, diese speziellen Herausforderungen auch zu lösen und zu beachten. Das heißt, wir sind eben da verlässliche Schnittstelle für unsere Auftraggeber. Das fängt damit an, dass wir eben am Anfang bei der Planungsoptimierung schauen, dass die Grundrisse auch annehmbar sind und auch den aktuellen Ansprüchen Genüge tun. Und geht eben bis dahin, dass wir dann insbesondere zum Vertriebsstart eben schauen, was steht eigentlich in den Kaufverträgen, sind die Anlagen zum Kaufvertrag auch in Ordnung, sind die Notargrundrisse auch wirklich das, was verkauft werden soll, passt das, was verkauft ist, ist das auch das, was dann später geplant wird und welche Freiheiten gibt es eigentlich dann noch bei der Vergabe der Bauleistung auch zu optimieren, ohne die Qualität wirklich einzuschränken oder sich der Haftungsansprüchen der Erwerber auszusetzen. Man sieht es hier an dem Projekt, was natürlich auch wichtig ist, ist eine frühzeitige Kostensicherheit. Wir haben zum Beispiel dieses Bauvorhaben in Berlin auf Basis von 4 Typenhäusern geplant, die wir zu einem sehr frühen Zeitpunkt an einen Generalunternehmer vergeben haben und konnten dann eben bei den weiteren Baufeldern schauen, okay, welche Mix an Wohnungstypen und Haustypen macht eigentlich Sinn, was kommt bei den Erwerbern gut an, was kann man gegebenenfalls optimieren und konnten dann über mehrere Bauabschnitte hin das Produkt perfekt machen, dass am Ende wirklich die Wohnungen hier aus der Hand gerissen wurden und auch die Wohnungen mit sehr, sehr wenigen Mängeln durch eben auch das eingespielte Team übergeben werden konnten. Es gibt verschiedene Herausforderungen im Wohnungsbau, die von dem Thema wirtschaftlicher Wohnungsbau bis hin eben auch zum Digitalisierung des Wohnungsbaus reichen. In den verschiedenen Segmenten haben wir Lösungen und Themen. Es gibt auch neue Methoden wie das Thema Building Information Modeling, wo wir auch den ersten Bauträgern schon helfen, mit dem Thema umzugehen, kleinere Wohnungsbaugebäude auch schon mit Building Information Modeling bauen. Also es lohnt sich für den Kunden gerade mit Dresden Sommer ein Wohnungsbauprojekt zu machen, weil wir einmal durch die Branche wohnen und durch die speziellen Themen, die sich daraus ergeben, das Geschäft des Kunden auch verstehen. Also wir wissen, dass es eben komplett unterschiedlich ist, ob man jetzt einen Wohnungsbau steuert und managt oder einen Bürobau oder ein Atomkraftwerk. Und auch Spezialleistungen, ja, wie zum Beispiel die Erstellung eines vernünftigen Teilungskonzepts im Wohnungsbau, damit es eben dann später auch mit der Bewirtschaftung und der Verwaltung klappt, ein FM-Konzept. Und wir sind eben auch ganz stark dabei, auch gemeinsam mit der Hochschule Aachen, an einem Digitalisierungskonzept für den Wohnungsbau zu arbeiten. Das heißt, wir versuchen auch die Community, die entsteht in einem Mehrfamilienhaus oder in einem größeren Quartier, so miteinander zu vernetzen, dass eben auch für alle Beteiligten Mehrwerte entstehen.